Oh, hier haben wir jetzt ein Dings im Weg. Ich glaube, ich baue wirklich hier geradeaus runter und mache hier so einen Knick rum, oder? Bevor man jetzt hier irgendwie, oder? Könnte man hier schon so diagonal durch? Hier sehe ich wieder, 5 Millionen Flüsse und Bäche, die da im Weg sind. Wir bauen einfach mal drauf los, wie man es immer macht. So ist es der Fluss wieder zurück. Na gut, ich glaube, hier kann ich doch mal so ein... dann geht es hier hinten wieder hoch. Dann kann man wieder hier nicht gescheit irgendwie eine Rampe. Obwohl... eigentlich, wenn man es direkt so baut, ist es ja kein Problem. Dann hier hoch, damit wir dort die Flussquelle umfahren. Flussquellenkaiser, der will das unbedingt. Ich glaube, das mit diesen Kaisern, das wird langsam ein bisschen cringe vielleicht. Hier rüber und dann kann ich hier auf dieser großen Fläche erstmal wieder ein Stück diagonal hochbauen. Beziehungsweise ich kann es ja jetzt schon machen. So, na gut, da baue ich halt jetzt doch östlich an dieser, an diesem Bergrücken vorbei. Oder man macht diese Ästhetikstaffel einfach nur mal auf so einer kleinen Karte, was weiß ich. 50 Folgen oder so. So als kleines Zwischenspiel. Also irgendwie bin ich auch froh, dass wir hier nicht mit, wie heißt das, Betriebskosten, Wartungskosten spielen. Ich glaube, da wäre schon nichts pleite bei dem Netz, was wir hier bauen. So, ich würde gerne links, oder wie mache ich denn das jetzt? Muss ich dorthin? Ich kann mich ja jetzt hier so ein bisschen ranbauen. Von der Seite. Was sagt denn Passagierkosten? Haben wir jetzt mal wieder eine Steigerung? Ah, es ist stagniert.
die Züge für Geld. Guck mal, das lohnt sich auch nie wirklich, ne? Letztes Jahr 1 Million seit Inbetriebnahme. Auch bloß nicht mal 1 Million eingenommen. Eieiei, na gut, das ist aber für die Leute, die nicht fliegen wollen aus irgendwelchen Gründen, war halt die Anforderung, dass auch sowas möglich sein muss als Bahnstrecke, solche langen Runden. Wird natürlich staatlich subventioniert dann. Wie wäre das, wenn ich das nochmal abreiße? Das würde ja eigentlich passen. Ich mache hier die Brücke drüber. Dann ist das hier ein Stück weiter hinten, was ja eigentlich auch in Ordnung ist. So. Und jetzt kann ich das hier zusammenführen. Man sollte es nur richtig machen. So, jetzt hätten wir hier erstmal eine Strecke gebaut. Jetzt könnte man im Prinzip einen Pendler machen, der hier so unten jetzt die Verbindung darstellt. Erstmal die Signale noch fertigstellen und Depots bauen. Wo kann man ihn hinstellen? Hier wird es doch gut passen, ha? Immer dieses Verklicken hier mit den Dingen. Rüber. Oder? Das sind 3 Signale, das sind 4. Ich glaube, das passt, glaube ich, bei der 15er Länge. Ah Gott, ist egal. So, okay. Ja, jetzt würde ich hier mal Züge fahren lassen, dass die Strecke jetzt auch eine Verbindung erhält. Ich glaube, wenn man mal sieht, wie viele Züge mittlerweile an manchen Bahnhöfen halten, weil das hier alles doppelt und dreifach angekettelt ist. Ich glaube, dann könnte man das ganze Fahrplannetz auch effizienter gestalten. So, der fährt hier runter. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung fahren die weiter? Fahren die hier runter? Na gut, in Liestal könnten sie ja zur Not umsteigen. Wir machen das anders. Wir machen drei Züge fahren da lang. Würde ich sagen. Und 3 Züge fahren die andere Richtung. Wobei es natürlich immer blöd ist dann mit dem Separieren, weil ja die Routen untereinander nicht separieren. So, die fahren hier runter noch ein Stück. Na gut, man könnte auch eine Trennung machen, dass der hier rumfährt. Na gut, ich will den über Bulle fahren lassen. Da ist, glaube ich, mehr los. Ach so, habe ich den jetzt die Route überhaupt zurückgegeben, den anderen Zügen? Die von einmal so quer über die ganze Karte. Weil die Strecke ein bisschen länger ist,
gibt's da auch mehr. Das müssten die hier sein, ne? Nee, ich habe den eben nicht die Rückfahrsteige gegeben. Eieiei, das wäre natürlich jetzt problematisch. So, jetzt haben wir. Jetzt kommt man von Pesöl nach Sion und dann auch hier runter. Genau. So soll es sein. So, und dann müsste man jetzt noch. Tja. Wie bindet man denn jetzt das hier mit an? Oder baue ich erstmal von Neuhausen hier rüber? Problem ist, dass halt hier alles, das ist alles nur Güterstrecke. Das heißt, man müsste dann hier irgendwo auf die Passagierstrecke einfädeln hier oben. Man müsste da dann auf die Passagierstrecke einfädeln. Ach komm, wir bauen das erstmal. Das machen wir einfach so. Ich muss eher wieder dort hinten ein Stück hoch, ist es egal, wie ich das hier mache.